Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Elevator Vlog. Heute mit dem Chris und gemeinsam gucken wir uns den XDJR X2 an. Genau, der ist nämlich gestern released worden und wir schauen uns einmal kurz an, was hat sich erneuert von der Oberfläche her gesehen. Dann geben wir euch die Specs mit auf den Weg und dann gucken wir uns nochmal die Erneuerung im Detail an. Aaron hat das Gerät ja gestern schon live unboxed. Wir beide tun jetzt einfach mal so, als hätten wir das Video noch nicht gesehen. Und was ist uns dann hier für uns, als wir das Gerät ausgepackt haben, als erstes aufgefallen? Ja, die 8 touchsensitiven RGB-Pads, würde ich sagen. Mhm. Als allererstes, dann, wenn man hier bleibt, ist hier oben der USB-Port verschwunden darüber. Da haben wir jetzt direkt beide. Zwei, genau, richtig. Und dann ist uns aufgefallen, dass diese Mixer-Sektion so ein bisschen aufgeräumter ist und dem DJM sehr nah empfunden ist, ja, auf jeden Fall. Ne? Das kann man direkt erkennen, halt, dass wir jetzt diese Soundcolor FX nicht mehr untereinander quasi angeordnet haben, sondern eben so, wie wir es gewohnt sind von DJM. Und dann nicht nur das, wir haben halt eben auch die typische Q-Ansicht, die haben wir jetzt hier. Also quasi Q, ja, war ja vorher hier unten irgendwie für, ja, beide Kanäle oder da unten, genau, wo man sich auch gedacht hat, ne? Und jetzt ist es halt pro Kanal, das macht irgendwie deutlich mehr Sinn, wie ich finde. Genau, und dann hatten wir ja vorher unsere Navigation, mhm, die ist jetzt aber auch nach hier oben hingewandert. Ja, das ist auch dem Nexus nachempfunden. Genau. Und passt sich auch besser an. Und dann, wenn wir schon hier sind, sehen wir das Display. Richtig. Und das ist touch-sensitive. Weißt du auch ganz genau Bescheid, was, ja, für ein Touch-Display, ja, ja, das ist? Resistiv. Resistiv, genau. Resistiv heißt nämlich letztendlich, dass das Display auf Druck reagiert. Ja? Es gibt zwei Varianten. Das hier ist quasi nicht das, was euer iPhone oder euer Smartphone macht normalerweise, sondern das hier reagiert auf Druck. Das heißt, du könntest was machen theoretischerweise? Ja, auch mit einem Stift oder hier mit so einem Headphone. Ne? Könnte ich jetzt auch. Richtig. Ihr seht also quasi, dass das auf dem iPhone nicht so. Nee, das wird jetzt nicht so funktionieren. Ne? Deswegen ist das ganz nice, weil wir haben festgestellt, wenn man jetzt Bock hätte, Handschuhe zu tragen, einfach weil man sehr cool ist im Club und Handschuhe trägt, dann hat das halt trotzdem noch die Funktion, dass wenn ich hier Druck ausübe, das Display immer noch reagiert. Okay, wir haben dann hinterher festgelegt, dass es auch vielleicht mal sein könnte, mit dem Gerät draußen aufzulegen. Ja, kann ja auch sein. Ne? Ja, schon. Dann hat sich noch ein bisschen was geändert auf der Rückseite. Vielleicht magst du einmal reinkommen. Genau, Chris hatte kurzzeitig schon eben die Mic-Sektion hier oben erwähnt gehabt, beziehungsweise dass hier der USB-Stick gewandert war und Mic-Eingänge gibt es jetzt, zwei Stück, und zwar diesmal nicht nur eine XLR-Kombi-Box, sondern direkt zwei XLR-Kombi-Boxen. Dann habt ihr Cinch-Eingänge, und zwar vorher war es so, dass ihr nur einen Cinch-Eingang habt, wo ihr quasi, ja, erst hinten einstellen musstet, ob das jetzt Phono oder Line sein soll. Diesmal haben sie sich gedacht, komm, wir machen von vornherein zwei Cinch-Eingänge, einen für Phono, einen für Line-Eingang, und das könnt ihr dann am Gerät hier oben quasi einstellen, was es denn sein soll. Und dann haben wir noch einen zusätzlichen Kanal geschenkt bekommen. Den AUX-Kanal, ja. Genau. Da können wir auch nochmal was anschließen. Richtig. Können wir jetzt nur über die Lautstärke regulieren, aber ja, ist ein Mehrwert, ne? Ja, auf jeden Fall. Wenn ich jetzt irgendwie einfach mein Telefon da per Klinke auf Cinch anschließen möchte oder so, dann kann ich das da einfach bequem laufen lassen als nette Pausenmusik oder Fahrstuhlmusik. Hey. Mhm. Genau. Ja, die Erneuerung gibt es quasi so vom Optischen her. Jetzt gucken wir uns das Ganze nochmal ein bisschen genauer an, würde ich sagen. Jo. Was wir hier unten jetzt haben oder was neu dazugekommen ist, wir haben jetzt 4 Pad-Modes. Ja, wir haben Hot Cue, Beat Loop, im Prinzip sind die beiden gleich geblieben. Slip Mode oder Slip Loop, genau, ist dazugekommen und ist im Prinzip der Slip Mode, in dem man die Loops setzen kann. Finde ich ehrlich gesagt ganz cool, weil man dann nicht extra hier den Slip Mode aktivieren muss, sondern, ja, man kann direkt den Slip Loop wählen und der Track läuft weiter, ist bekannt. Finde ich eine coole Sache. Ja. Beat Jump ist auch dazu gekommen. Ist seit dem XDJ 1000 MK2, glaube ich. Da springt der Track immer etwas hin und her. Hin und her. Ja, genau. Ne? Richtig. Ob man den Effekt jetzt nutzt oder nicht, ich bin jetzt nicht so der wahnsinnige Freund von Beat Jump. Aber gut, es wird bestimmt Funktionen dafür geben. Ja, vielleicht, ja, Scratchy. Ich habe es auch noch nicht so benutzt. Slip Loop finde ich eine coole Erneuerung.
Slip-Loop ist wirklich sehr nice, dass es direkt angebracht ist. Und klar, und das ist vielleicht auch das Hauptfeature, ist halt eben, dass ihr eure 8 Hot-Cues eben direkt setzen könnt, so wie ihr die in Recordbox, in der Software, eben auch vorbereiten könnt. Und die habt ihr jetzt direkt am Gerät. Das macht natürlich jede Menge Sinn. Die sind so einfach zu setzen, wie ich das gerade getan habe, und auch eben wieder so einfach zu löschen über die Shift-Funktion. Eben easy 1, 2, 3. Und in Recordbox DJ kann man die auch farblich sogar noch markieren. Genau, und richtig. Und dann wird das auch angezeigt. Und da das Ding RGB hat, also ne, verschiedenfarbig ist, hat man dann da eben auch die Vorteile, das direkt erkennen zu können. Und wo wir gerade Recordbox erwähnen, können wir mal eben ganz kurz den kleinen Exkurs machen, dass das Gerät quasi, ja, Recordbox 5 wurde ja jetzt vor 2-3 Tagen released. Ja, Anfang der Woche. Ja, genau, richtig. Und beim Installieren hatten wir eigentlich keine großen Schwierigkeiten. Das Einzige, was wir machen mussten, war nochmal eben den extra Treiber, auch für Mac quasi, für das Gerät runterzuladen. Das ging aber dann, als wir es herausgefunden hatten, recht schnell. Und danach war der Treiber sofort erkannt, das Gerät an und für sich wurde sofort erkannt. Also mit Recordbox 5 in der Version gibt es keine Probleme. Das Gerät läuft einwandfrei. Genau, und das haben wir auch gerade so eingerichtet, dass wir einen Track über einen USB-Stick laufen lassen und den anderen ziehen wir uns gerade aus Recordbox. Das kann man ja hier einstellen quasi, welches Deck für was zuständig sein soll, und der Kanal, der hier läuft, hier gerade, ist eben Recordbox. Ne? Und da habe ich halt meine Funktion. Die ich halt nutzen kann, ganz genauso wie eben über einen USB-Stick. Ja. Das auf jeden Fall, kurz zur Recordbox eben. Dann haben wir ja gerade eben schon die Color-FX erwähnt gehabt. Mhm. Hat sich da eine Kleinigkeit geändert? Ja, es sind 2 verschwunden und 2 dazugekommen, mhm, im Prinzip. Mhm. Sweep und Dub-Echo sind neu. Mhm. Kennt man halt auch vom DJM 57 MK2. Genau. Sind cool. Sollen wir nochmal einen abfeuern? Ja, ja, können wir mal gerade. Wir haben auch den Parameter dazu bekommen. Ja. Auch cool. Da habe ich hier genau Gate auf der Seite, beziehungsweise jetzt hast du Echo, den Dub-Echo, genau. Und beim Sweep haben wir hier einen Bytebrand und auf einer Seite ist halt ein Gate. Ne? Gate. Ja, lässt sich auch wieder was Neues mitmachen. Ansonsten sind die Effekte hier gleich geblieben. Genau, da hat sich nichts getan. Master Level und Boost ist hier hingewandert, mhm, auch passend zu den DJM-Mischpulten. Das war sonst hier oben. Ja, was haben wir denn noch? Wir haben ein neues Feature, falsche Seite, wir haben ein neues Feature, Instant Double. Instant Double funktioniert in dem Fall, da müssen wir einmal umstellen, du kannst ja mal eben machen, genau, kannst ja mal zeigen, wie das so ist, ja, mit dem Browsen. Wir, ne, sind ja jetzt hier noch in dem Recordbox DJ Programm, jetzt können wir hier einfach über USB einen neuen auswählen und in den zweiten Kanal, müssen wir zweimal bestätigen. Und dann können wir einen Track starten, ja, und mit Instant Double kannst du halt hier lange gedrückt halten, den Track spiegeln. Ja. Und das ist besonders für Scratch-DJs interessant, wenn du eben mit links Scratch oder eben mit rechts. Oder kannst du Back-to-Back. Ne? Oder Back-to-Back, dann kannst du schön wechseln und kannst sagen, so hier, ich, ja, bin eher auf der linken Seite. Ich bin auf der rechten Seite, dann, ja, und dann kann man sich halt eben... Schokoladenseite und so. Ja, ja, genau. Das auf jeden Fall ein cooles neues Gadget, nenne ich es jetzt mal. Ne? Die anderen Sachen, die man halt gewohnt ist, ne? Also Track Search und sonstiges, da können wir natürlich nach wie vor hin und her switchen von unserem USB-Stick oder eben Search auf den Track selbst, wenn ich länger gedrückt halte. Aber ob ich die Funktion noch nutzen werde, wenn ich halt das coole Feature hier habe, mit dem Touch-Display quasi als Needle Search zu verwenden, ja, das sei dann mal dahingestellt. Was auch geht, wenn jetzt irgendjemand, so ein Depp wie ich, hier hinkommt und einfach im laufenden Track, ne, das machen möchte, da gibt es eine Funktion, das wusste ich nicht. Ja, also genauso wie eben bei den CDJs auch, kann man hier im Menü, im Untermenü auswählen, dass man Needle Lock eben sperren möchte, und dann kannst du hier nichts mehr, genau, das zerstören. Geht halt nicht, ne? Also wenn ich dann hier Pause drücke, dann kann ich das natürlich, genau, im laufenden Play. Ist einfach eine sehr schöne Möglichkeit, das halt eben secure zu halten, so, ja, nenne ich es mal. Kurz noch zur Kleinigkeit, wir sagen euch ein paar Specs, geben wir euch noch mit auf den Weg, also quasi die Maße und die Gewichte, Gewichte als erstes. Das Ding ist ein Ticken schwerer geworden, so wie ich letzte Woche, und der Vorgänger hat 8 Kilo gewogen, jetzt wiegt der hier 9,1, ja, 9,1 Kilo, und ansonsten hat sich nicht viel getan. Wir haben in der Breite, die ist gleich geblieben, mhm, Breite waren 728,2 mm. Da hat sich also nicht viel getan, und in der Tiefe, ja, das ist die Tiefe, genau, hat sich ein bisschen was getan, das sind 443,8, vorher waren es 411,9, und in der Höhe
sind es halt 0,4... Ich glaube 4 mm. 4 mm, Entschuldigung, ja, 4 mm. Das, was wir für euch aber noch checken werden, das werden wir wahrscheinlich nochmal nachreichen, wenn als Kommentar, vielleicht auch als kleines Zusatzvideo auf Facebook oder sonstiges, ist, ob die alten Cases fürs neue Gerät passen. Weil ich glaube schon, dass das interessant ist, oder? Denke ich auch. Ich glaube, das ist für viele interessant, eben sich das Gerät, also die MK2-Version zu kaufen, die den Vorgänger schon hatten. Ja. Und von daher wäre das auch interessant. Ja. Würde mich persönlich auch interessieren. Doch. Kannst du das bitte mal checken? Das kann ich gerne checken. Einziges Manko, was wir jetzt eben noch nicht herausfinden konnten, war bei den Specs-Angaben, weil wir auf der Seite von Pioneer geschaut hatten, die Soundkarte. Da gibt es irgendwie keine Angaben zu. Ich gehe mal stark davon aus, dass es nach wie vor eine 24-Bit-Soundkarte ist. Ob 48 kHz oder 96, das sei mal gerade eben dahingestellt. Wissen wir nicht. Vielleicht findet ihr es bis dahin raus und schreibt es in die Kommentare rein. Genauso wie die Frage kam, ob denn die Tracks schneller laden. Wir haben jetzt leider kein Vergleichsgerät mehr. Der alte ist ja raus und der neue ist da und wir können es leider nicht mehr vergleichen mit den alten Geräten. Es heißt aber, natürlich heißt es das, dass es in der neuen Version von Racketbox 5 so oder so schneller sein wird, alleine was die Analyse anbelangt und der Export auch. Und der Export auch, genau, was das anbelangt. Und vom Gerät her gesehen würde ich sagen, gefühlt habe ich keinen wirklichen Unterschied festgestellt. Vielleicht war es minimal ein bisschen schneller, vielleicht aber auch nicht. Aber dazu ist der Use mit dem alten Gerät zu lange her, als dass ich da einen Unterschied feststellen könnte. Da möchte ich ganz ehrlich sein. Ne? Im Hands-on sehen. Ja, muss man mal im Hands-on sehen im Vergleich, wenn einer von euch noch irgendwie, weiß ich nicht, die Zeit misst vom alten Gerät, wie lange so ein Ding braucht, dann gerne in die Kommentare damit rein in die Zeit und dann messen wir gerne auch nochmal gegen hier. Dann haben wir einen handfesten Vergleich, würde ich sagen. Ansonsten würde ich sagen, haben wir eigentlich alles abgerundet und die Informationen sind wir durchgegeben. Ihr habt eine kleine Übersicht bekommen, ihr habt die Erneuerung kurz im Detail erläutert bekommen und wir haben euch die Specs noch mitgegeben. Seid zum Ende noch gesagt, wenn euch gefällt, was ihr seht, dann lasst dem Video doch ein Like da, damit wir uns auch mal belohnen können und uns freuen. Und wenn euch der Kanal gefällt, dann lasst uns doch ein Abo da und für den Fall, dass ihr immer auf dem neuesten Stand sein möchtet, abonniert diese kleine Glocke neben die kleine Glocke neben dem Abonnieren und dann bimmeln wir immer durch, wenn wir neue Videos hochladen. Das war's von uns diese Woche. Wir verabschieden uns bis zur nächsten Woche und damit sind wir raus. Ja, ich hab's nicht auf dem Schirm gehabt, weil ich die ganze Zeit mit der Kamera hier so gemacht hab, du Hegel. Pioneer RDX, John, f*** dich. Ja, entschuldige bitte, ich darf das auch mal, ey. Ich bin auch in der Lachschleife hier.